So Freunde, heute ohne den Löwen von Venedig unterwegs, aber nichtsdestotrotz habe ich einige wichtige Lehren für dich. Das, was ich dir jetzt beibringen werde, ist komplett kontraintuitiv. Versuche das trotzdem zu verstehen. Die Kernmessage ist, es ist gut, dich selbst zu hassen. Es ist gut, dich selbst zu hassen. Ich erkläre es dir. Sagen wir, du guckst in den Spiegel und bist unzufrieden mit dem, was du da siehst. Oder du gehst raus, es regnet, 3 Grad, du bist unzufrieden damit. Du hasst es. Dann ist Hass sehr positiv. Oder vielleicht hast du auch deinen Charakter. Vielleicht denkst du von dir selber, dass du einfach scheiße bist. Vielleicht hast du auch dein Bankkonto, weil du einfach broke as a motherfucker bist. So, jetzt kannst du dir Affirmationen sprechen. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin reich. Ich bin reich. Kannst du machen? Es wird dir nichts bringen. Wenn Hass, wenn Unzufriedenheit hochkommt, dann akzeptiere das. Das hat einen guten Grund. Und nimm das als ersten Antrieb, als Initialzündung zur Veränderung. Das ist wichtig. Es geht nicht darum, dich dein Leben lang zu hassen, aber du kannst diesen Hass auf deine aktuelle Situation nutzen. Nutz diese Energie für dich. Es ist alles nur Energie. Weißt du, wir neigen dazu, Emotionen zu kategorisieren, indem wir zum Beispiel sagen, ja, die freudvolle Emotion, die ist gut und die Hassemotion ist schlecht. Aber es ist kontraintuitiv. Sehr freudvolle Emotion, zum Beispiel wenn ich in einen Burger reinbeiße oder so, kann komplett scheiße sein, kann mich komplett zerstören. Aber die Hassemotion, die sich vielleicht nicht so gut anfühlt im Moment, kann mir helfen. Leid und Wut sind völlig unterschätzte Emotionen. Hätten wir das nicht, würden wir nichts tun. Wir würden nicht in die Veränderung kommen. Deswegen versuch nicht, das Gefühl loszuwerden, sondern verändere.